Seit gut 2 Wochen ist Matthias Kamp daheim. Selbst auferlegte Quarantäne, freiwillig und vorsichtshalber. Denn der Familienvater war Ende Februar mit seinen Söhnen in Ischgl zum Skifahren. Dort genießt er nicht nur Pulverschnee und Pistengaudi, er feiert auch in der Après-Ski-Bar Kitzloch. Hunderte Erstinfektionen lassen sich in diese Bar zurückverfolgen. Wir verabreden uns zu einem Interview und führen es durchs Küchenfenster mit dem notwendigen Sicherheitsabstand. Denn kurz nach seiner Rückkehr aus Ischgl zeigt der 54-Jährige schon die ersten Symptome. Husten, ziemlich trocken, ständig so ein Frösteln, dann auch ganz leichte Kopfschmerzen, ab und zu mal ein leichtes Schwindelgefühl und hab gedacht, oh je, vielleicht ist es nun doch Corona. Hab's meiner Frau auch gesagt, den Kindern auch. Und dann zu dem Zeitpunkt hatte meine Frau auch schon so 4, 5 Tage Husten gehabt. Und das war eben dann dieses Schockerlebnis. Um endlich Gewissheit zu bekommen, will sich Matthias Kamp testen lassen. Er bleibt zu Hause und meldet sich telefonisch bei seiner Hausärztin. Die bestätigte natürlich, ihr braucht eine Bescheinigung. Und ließ dann aber auch ausrichten, sie könne gar nichts machen in Sachen Test, wir müssten uns an die 11.6, 11.7 wenden. Und dann haben meine Frau und ich losgelegt. Dann an dem Tag haben dann immer wieder versucht, die 11.6, 11.7 anzurufen. Und das ging dann den ganzen Montag bis abends um 23.30, glaube ich, wo wir es noch versucht haben. Aber immer nur eine automatisierte Antwort am Ende, keine menschliche Stimme. Die 11.6, 11.7 Telefonzentrale. Hier soll nur anrufen, wer Symptome zeigt und einen Testtermin braucht. Momentan bearbeiten die Mitarbeiter hier etwa 8.000 Anrufe täglich und sind damit an der Belastungsgrenze. Wir haben auch hier im Hause die Konferenzräume zu Telefonräumen umfunktioniert, wo Mitarbeiter auch aus anderen Abteilungen sitzen, um dieses Erstgespräch führen zu können. Auf eine Wartezeit muss man sich immer einstellen, aber von etwas unter 10 Minuten. Da gibt es natürlich auch Fälle, die deutlich drüber liegen, das ist ganz klar. Androhungen nutzen niemandem was. Es ist eine ganz besondere Situation, in der wir hier sind. Also bitte alle ruhig und gelassen bleiben. Matthias Kamp ist ruhig geblieben und hat nach über 10 Tagen jetzt einen Testtermin für diesen Mittwoch bekommen. Aber auf dem Weg dahin fühlte er sich von den Behörden doch ziemlich alleingelassen. Es grenzt an Verantwortungslosigkeit angesichts der Schwere und des Ausmaßes dieser Pandemie. Ja, und da kommt jemand, der war in einem Hochrisikogebiet wie Ischgl, war ausgerechnet auch noch in diesem Restaurant, der Après-Ski-Bar, entwickelt Symptome und der wälzt sich die Finger wund über die Hotline und bekommt am Ende keinen Test und damit auch keine Gewissheit. Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass hier eine Corona-Infektion unter dem Radar blieb. Der Fall hinterlässt ein beunruhigendes Gefühl. Nicht jeder kann oder wird sich in derselben Situation so verantwortungsbewusst verhalten wie Matthias Kamp.